Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, Schalke756. Ich wollte nochmal Danke sagen an alle, die mich abonniert haben. Ich finde das ganz toll. Und ja, ich hoffe, es geht weiter so. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Also für mich ist das ganz gut. Aber mir geht es eigentlich auch mehr darum, euch Tipps zu geben und so. Auch wenn das vielleicht alle sagen. Nein. Ja, also auf jeden Fall geht es los. Ich wollte heute mal wieder eine Angriffsanalyse machen. Weil ich einen sehr interessanten Angriff bekommen habe. Also was heißt sehr interessant? Selten war ja jetzt auch nicht. Nur ein Farmer hat mich angegriffen. Hatte auch relativ viel erobert. 179.000 Elixier. Und 77.000 Gold. Da ich so viel wenig Dunkelelixier habe, nicht viel Dunkelelixier. Er ist auf die Minenwerfer mit zwei Blitzerbahnen gegangen. Ich glaube Level 4. Ja, mein Barbarenkönig war glaube ich am Schlafen da gerade, keine Ahnung, oder am Upgrade. Auf jeden Fall ist er nicht sofort auf Rathaus gegangen, um den Stern zu bekommen, sondern hat mit einem Barbarenkönig Stufe 2 und vielen Bogies aus der Klamburg, ich glaube 10 aus der Klamburg waren Barbaren und Bogies, Level 3, mit ungefähr 50 Bogies angegriffen auf einer Seite. Finde ich eigentlich sehr schlau, mit meinem Barbaren, die sind dann hier nicht direkt reingegangen, die sind dann her auf die Seite gegangen, um die Prozent voll zu bekommen. Hat am Ende, glaube ich, 62% geschafft, als die Bogis dann hier drin waren. Der Minenwerfer hat ja nicht den weiten Radius, haben auch relativ viel überlebt und konnten dann hier ungefähr 30% kaputt machen. Kamen halt die Minenwerfer und dann waren die halt weg. Hat er halt Kobolde nachgeschickt. Bis auf ein Goldlager haben sie fast alles kaputt gemacht. Ich würde sagen, das war nicht so nicht schlecht. Kein schlechter Angriff. Eigentlich sehr gut sogar. Am Ende bleibt halt immer sowas hier übrig. So 5 Bogies, die auf... Okay, das sind keine 5. 10, 5 Bogies, die auf Bauten schießen. Ja. 62%, das war's aber auch am Ende. Ein Stern hätten locker 2 sein können, aber wie man sieht, hat er gefarmt. Ich würde sagen, das war's von diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch wieder hilfreiche Tipps geben. Ich würde mich über weitere Abos freuen und Kommentare, die mir Feedback geben. Ich weiß, dass meine Technik nicht die beste ist. Und ich hoffe auch, dass ich bald mit dem Display-Recorder aufnehmen kann. Was soll ich noch sagen? Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.